ich will ein Yves Rocher Haul machen. Ich habe ganz, ganz viel gekauft und auch gratis dazu bekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach, was ich mir gekauft habe, weil das ja immer so gut ankommt bei euch. Ich muss aber sagen, es gab gute Sachen, die man gratis dazu bekommen hat. Deswegen habe ich auch bestellt. Ich weiß, das ist so eine Fangerei eigentlich, aber ich habe... Ja, trotzdem, egal. Ich habe aber im Online-Shop bestellt und war auch im Geschäft auch selber drin. Fragt mich aber jetzt nicht, woher ich was habe. Was ich noch weiß, kann ich euch ja noch sagen, aber ich weiß jetzt nicht alles auswendig. Ich habe mir natürlich meine Pure Camille Reinigungstücher gekauft. Ich glaube, ich habe im Aufgebraucht das falsch gesagt. Egal. Ja, die sehen so aus jetzt. Die haben mir jetzt eine neue Verpackung. Finde ich auch gar nicht schlecht. Neue Verpackungen sind nie schlecht. Dann habe ich gratis dazu bekommen so eine Kosmetiktasche. Ich weiß aber nicht, ob ich die nicht herschenke. Da bin ich mir noch nicht sicher, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil ich habe eh noch so viel. Dann habe ich noch eine Packung Pure Camille Reinigungstücher. Die bunkere ich immer, weil ich die halt jedes Monat brauche ich ein, zwei Stück auf. Also ein, zwei Packungen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also ich brauche sehr, sehr viel auf und deswegen, ja, kaufe ich die mir halt sehr oft nach. Dann habe ich mir nachgekauft mein Micellenwasser. Meins ist jetzt bald leer von dem. Und als nächster will ich vielleicht das von Lancôme benutzen. Wenn nicht, habe ich halt das auch noch, was ich noch verwenden kann. Weil das mag ich sehr, sehr gern. Ich glaube, das wird das erste, was ich mir immer wieder nachkaufen werde. Weil das mag ich wirklich von Yves Rocher. Ich mag auch das, dass das im Bumspender kommt, dass das so groß ist. Es ist zwar auch teuer, aber ich glaube, das ist eigentlich derselbe Preis, was das Garnier hat. Und ja, ich mag es sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch gratis bei einem Einkauf bekommen eine Foundation. Das ist diese Cushion Foundation. Hier hinten könnt ihr es eh sehen. Ja, ich hoffe, dass die Farbe passt. Ich habe es mir bis jetzt noch nicht angeschaut und ich werde es auch noch nicht öffnen. Weil ich eh noch so viel offene Sachen habe. Deswegen werde ich es jetzt dabei noch nicht aufmachen. Dann, das habe ich gratis zu einem Einkauf bekommen und da war ich so, so happy, weil mir der Duft gefehlt hat von Yves Rocher. Ich weiß, ich habe eh genug Parfums, aber ich wollte den unbedingt haben. Das ist vom Moment de Bonheur, mein aller liebster Yves Rocher Duft. Die grüne Variante, die Leo Variante. Und ich liebe den Duft. Ich hatte den mal nur als große Probe, weil den gab es bei einem Einkauf gratis dazu. Aber im Original hatte ich ihn leider bis jetzt noch nie. Deswegen bin ich froh, dass ich ihn jetzt habe. Dann, das habe ich ja auf Instagram postet, das habe ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Das gab es nämlich als Geburtstagsgeschenk. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe das oft in groß schon gehabt, das Peeling. Das ist ein Körperpeeling von Yves Rocher. Ja, dann habe ich mir gekauft das Körperpeeling. Das freue ich mich auch endlich, dass ich das in die Dusche stellen kann, weil ich will das endlich benutzen. Ich mache es jetzt auch mal auf, weil ich benutze es dann eh. Es ist ja noch original, also das habt ihr jetzt gar nicht gesehen, das ist noch original zu. Ich will das nämlich unbedingt verwenden. Ich habe mir diesmal die Kokosrichtung gekauft. Ich hatte ja die andere Sorte, aber ich wollte jetzt nicht nochmal dasselbe nehmen, deswegen habe ich mir die Kokosrichtung genommen. Oh, und die riecht echt geil. Oh mein Gott. Ich freue mich schon, das zu benutzen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, das zu benutzen. Deswegen freue ich mich, also deswegen wollte ich auch jetzt das Video machen. Bin zwar gespannt, wo ich die ganzen Duschgels hingebe, aber dazu kommen wir gleich. Gratis zum Einkauf habe ich noch ein paar Sachen bekommen. Noch ein Reinigungsgel, dann das Mini Lotus Duschgel, die Bodylotion Hafer, wo ich schon mal gehört habe, dass mir jemand geschrieben hat, dass sie eklig ist. Deswegen bin ich gespannt, weil ich glaube, ich habe die jetzt zweimal. Und eine Mascara. Ja, ich weiß gar nicht, was ich mit den Mascaras mache, weil ich habe noch eine und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. So. Ihr wisst ja, dass die Verpackung rausgeht von Yves Rocher, diese Duschgele. Und ich bin ein bisschen ausgeartet im Online-Shop, weil die waren da, ein paar waren reduziert, ein paar nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich die dann in meinen Kasten hingeben soll. Keine Ahnung. Aber ich habe ganz, ganz viele Duschgels gekauft. Ganz, ganz viele. Ich muss aber sagen, ich habe von dem Orange nur so viel, weil ich eigentlich meinem Bruder ein paar schenken wollte. Aber jetzt auf einmal wollte er doch nicht mehr so viele haben. Jetzt bleibe ich an dem ganzen Zeug sitzen. Sehr nett, oder? Also, ich habe mir zweimal das Baumwolle nochmal gekauft, weil das war auch eines meiner Lieblinge von Yves Rocher. Ich mag das Baumwolle. Das Baumwolle ist echt gut. Ich finde das so schade, dass manche Sorten sogar gar nicht mehr zurückkommen. Ja. Dann habe ich mir das Grapefruit zweimal noch genommen. Hätte ich nicht machen müssen, weil ich habe gesehen, bei diesen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, weil das sind ja die Jardins du Monde Duschen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und es gibt ja diese großen Duschgels auch, wo ihr gerade das Lotus gesehen habt, im Mini. Die gibt es ja auch in ganz groß auch. Und da ist das Grapefruit Gott sei Dank auch dabei. Und es riecht auch noch exakt so wie da in der Verpackung.
ich krieg's nicht auf so. Das riecht so, so geil. Das ist echt der Hammer, wie das riecht. Also die würde ich mir eher für den Sommer aufheben, weil ich muss sagen, die passen jetzt in die Jahreszeit nicht mehr. Ja, dann habe ich mir noch die beiden hier gekauft, weil das hatte ich noch nie. Und ich bin ja eigentlich von den Duschgels von Yves Rocher der urgroße Fan und kann überhaupt nicht verstehen, dass sie die auflassen. Ja, das riecht auch sehr, sehr geil. Ich finde, das riecht ein bisschen nach Ananas, obwohl ich kann das nicht aussprechen. So heißt es. Ja, und es riecht, finde ich, nach Ananas. Ja, ich finde voll nach Ananas. Und ich würde mir das gerne nochmal kaufen, aber ich habe jetzt eh so viel Scheiße. Ich brauche mir eigentlich gar nicht. Ich meine, das orange Duschgel ist da noch mehr drinnen. Was soll man dazu sagen? Da kann man gar nichts sagen. Ich habe da 4 Stück in der Hand und da auf meiner Schoßlänge noch immer 3 Stück. Ich habe die nur so oft gekauft, weil mein Bruder die ja auch mag. Aber jetzt hat er hat sich, glaube ich, dann nur 2 von denen weggenommen. Ja. Ja, da steht schon ziemlich lange. Ich bin jetzt komplett dreckig, weil das so staubig war. Weil das schon so lange hier steht und mich juckt doch komplett meine Nase. Also, ich habe ganz, ganz viele orange Duschgels noch. Ich habe auch das jetzt da noch nicht in groß entdeckt. Also glaube ich, dass das auch nicht rauskommt in groß. Das macht mich so furchtbar traurig, weil ich liebe das. Das ist mein absolutes Lieblingsduschgel von Yves Rocher. Das dürfen die mir nicht antun, dass sie das rausnehmen. Ja, also ich habe jetzt eh genug Backups. Eines habe ich auch jetzt aktuell in Verwendung, weil ich jetzt eh eben auch so viele Backups habe. Sorry. Ich habe Angst, dass mir eins kaputt geht, wenn ich die da reinwerfe. Ja, das war es eigentlich mit meinem Yves Rocher Haul. Ich weiß, ich habe zu viele Duschgels gekauft, aber das war bevor ich noch das Paket gekriegt habe von den 2 Jungs. Deswegen habe ich jetzt noch mehr. Aber es macht nichts. Im September, also jetzt da, habe ich ganz, ganz viele Duschgels auch schon leer. Also finde ich, das ist nicht so dramatisch. Und die gehen ja eh sehr schnell leer. Das heißt, ich habe auch ein bisschen mehr Grund, die mehr aufzubrauchen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt relativ kurz war. Ja, ich bin ein Duschgel-Monster. Mehr, glaube ich, muss man dazu gar nicht sagen, oder? Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt es mir mal gerne schreiben, ob ihr ein großer Yves Rocher-Fan seid. Ich schon. Und ich finde es schade, dass sie immer meine Sachen leider auflassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!